Ahoi, hier ist Kurt Bastelt und ihr schaut Power Rangers Reviews auf Dark Schnecke. Viel Spaß. Viel Spaß. Kaka. Seid gegrüßt, Ladies und Gentlemen, bei Dark Schnecke Reviews zu einem weiteren speziellen kleinen Video. Sagt euch Ninjetti etwas? Den meisten unter euch wahrscheinlich nicht. Deswegen würde ich raten, bleibt unbedingt mal dran, denn heute gibt es wieder ein kleines Fan-Video. Ninjetti gehört zu den Power Rangers. Wer Power Rangers den Film gesehen hat aus Mitte der 90er, der denke ich mal weiß ganz genau, worum es bei Ninjetti geht. Denn damals haben die Power Rangers im Film ihre Kräfte verloren und mussten sich erstmal selbst finden und haben dann halt so gesehen, ja, ihre Ninja-Kräfte halt aktiviert und haben dann gelernt, wieder ihre neuen Kräfte halt zu beherrschen. Und es gibt eine kleine Fangruppe da draußen, die große Ninjetti-Fans sind und die daraus mittlerweile kleine Webisodes machen, die wirklich sehr, sehr toll gemacht sind. Und auf die möchte ich euch heute mal aufmerksam machen. Die Macher der Ninjetti-Reihe stellen sich so vor. Wir sind ein kleines Team aus Freunden, das erstmals vor 5 Jahren ein größeres gemeinsames filmisches Projekt zusammen gemacht haben. Auch vorher war jeder von uns schon immer an Kunst interessiert. Sei es Musik, das Schreiben oder Filme machen. Häufig in Nischenthemen und Subkulturen. Uns vereint das Interesse an Kunst, die Neugierde am Ausprobieren und vor allem an der Popkultur. Angefangen bei den Power Rangers, Pokémon oder anderen klassischen Nerd-Themen. Was uns antreibt, ist der Spaß am Ausprobieren, genauso wie das Miteinander, Zeit zu verbringen und das Umsetzen von Ideen und Visionen. Und das haben die werten Herrschaften sehr gut hingekriegt. Einige Episoden sind jetzt draußen. Jetzt, wo ich das hier gerade drehe, ist, soweit ich weiß, die 4. Episode draußen. Und die geben sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe. Was mir sehr gefällt daran, sind vor allem die Ninjetti-Kostüme, die selbst gemacht wurden. Genauso wie die Gegner-Kostüme. Schaut euch mal allein die Krähenmonster an. Wirklich ganz toll umgesetzt. Und was ich auch wirklich sehr hervorheben muss, ist, die Jungs machen da wirklich coole visuelle Effekte rein. Ich will sowas auch können. Also, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr Fan von Ninjetti seid oder Power Rangers, dann rate ich euch, schaut da einfach mal rein. Ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung rein. Ninjetti wird irgendwann noch mal ganz groß. Macht weiter so, Jungs und Mädels. Das ist wirklich ganz toll und ich unterstütze das immer wieder gerne. Also, ich würde sagen, reingeschaut für alle, die Interesse haben. Wer da überhaupt kein Interesse dran hat oder der gar keine Ahnung von diesen Power Rangers oder den Ninjetti hat, den rate ich trotzdem mal vorbei zu schauen, denn die haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient für ihre tolle Arbeit. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin würde ich sagen, go, go, Power Rangers!